So, ja, hallo und willkommen zurück bei Peru Plays. Ich bin der Peru live von der schönsten Insel der Welt, live aus Zypern. Ja, wir sind wieder zurück in Way of the Hunter in Ticker Moon Plains auf der wunderbaren afrikanischen Karte. Und wir werden heute mal ein bisschen unterwegs sein im Modus freie Jagd, um die Karte ein bisschen weiter zu erforschen und natürlich mit etwas Glück das ein oder andere Wild zu erlegen. Soweit der Plan. Wenn ihr auch Lust drauf habt, freue ich mich drauf. Ne? Und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Follow oder vielleicht sogar ein Abo da. Das Ganze gibt natürlich auch für meinen YouTube-Kanal. Den Link dazu findet ihr im Twitch-Profil. Da findet ihr alle Replays, wenn ihr mal eine Folge verpasst habt. So. So viel zur Werbung. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Wir haben hier noch viele, viele freie Flächen. Wir haben noch viele Fragezeichen, also Punkte zu entdecken. Lass uns mal ganz kurz gucken. Ob wir jetzt direkt von der Hütte starten? Oder? Warte mal. Nee, das wird sich anbieten. Ne? Hier würde ich gerne die Strecke erstmal hoch machen. Direkt auf dem Weg hätten wir hier so die ein oder anderen Fragezeichen, die wir dann aufdecken können. Nee, das ist ein guter Plan. Gefällt mir. So, ja, auf geht's. So, machen wir das Radio an hier. Nee, das ist nicht mein Sender, warte mal. Ich bin ja so mal ein Fan der Classics, ne? Das ist so, warte mal. Da ist er. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig in der Richtung, warte mal. Ja, genau. Ich will nur mal eine Markierung setzen, damit wir wissen, in welche Richtung das geht. Wir werden jetzt erstmal hier unten lang fahren, ne, dass wir hier dieses Fragezeichen da noch aufdecken können. Gut, los geht's. Und nur aufpassen, dass ich hier die richtige Abzweigung nehme. Das ist nämlich alles ziemlich weit und dicht beieinander. So, okay. So, ist jetzt kurz nach 7:30. Das heißt, eine gute Zeit, um mit der Jagd zu beginnen. Wir haben den ganzen Tag noch vor uns. Ja, dann... Ach so, das war nur die Markierung, die ich mir gesetzt habe, hier bis zur Kreuzung. Ja, ich bin auch so ein Demlack, ne? Ja, ne, gut, die 700-800 Meter fahren wir schnell hoch. Kein Problem.
So, los geht's, Querfeld ein. Oha! Das Quaddenkmal. Okay. Ja gut, das ist nett. Bringt mir erst mal nicht so viel. Gut, wie fahren wir jetzt am besten rüber zur Straße? Ich bin überlegen, fahren wir jetzt Querfeld ein hier rüber zum nächsten Punkt, weil dann fahren wir hier so hoch. Rechts, links und dann hoch die Möhre. Na, da haben wir auch die Möglichkeit, hier links, rechts dann auch noch ein paar Sachen abzugreifen. Ich sehe gerade, die Straße ist auch gar nicht so weit, aber ich sehe gerade noch was anderes. Da haben sich ein paar Kollegen abgelegt. Ist das... Das sind Kudos, oder? Warte mal. Spießböcke. Ja, Hallöchen. Bleib mal in Deckung hier. Besser ist das. Okay. Ich will mal versuchen, ob ich hier zu dem Gebüsch hier drüben komme. Habe ich ein bisschen mehr Deckung und bin aber auch ein bisschen näher dran. Das wäre ideal. Oder versuchen wir mal... einen zu erwischen. Das wäre doch ein schöner Anfang für den heutigen Tag, oder? Finde ich. Ich glaube, danach gehen wir dann auch zu Fuß weiter, tatsächlich. Das ist das beste Beispiel. Ne? Wenn man zu viel fährt, man übersieht zu viel. Ja, das ist... Ja, der Wind ist jetzt nicht so optimal, ne? Okay, ist ruhig, alles gut. Die Jungs haben noch nichts gepeilt. So soll das auch bleiben. Jetzt müssen wir uns gleich noch das richtige Tierchen ausspähen. Ah, genau. Jetzt suchen wir mal ein bisschen Deckung hier in dem Busch. Okay, da sind wir. So, lasst uns mal schauen, Freunde. So, was haben wir hier links? Das ist ein Jungtier. Männlich. Jung. Jung, jung. Ich will keine Jungtiere. Erwachsen. Guck mal, der da rumliegt. Der kann eigentlich gleich liegen bleiben. Nein, Spaß beiseite. Schauen wir mal, ob wir den erwischen. Was machst du denn jetzt dazwischen? Ach Gott, Kinder. So. Egal. Ich meinte, das war einer. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen getroffen. Ich wollte eigentlich das ältere Tier haben. Jetzt ist er zwischendurch, während ich das Gewehr geschultert habe, aufgestanden. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Ja. Also das finde ich doch schön, wenn wir das Tier nicht lange suchen müssen. Da ist er. Schöner Bock. Jetzt schauen wir mal. So, Herztreffer. Jawohl, ja. Solche Treffer wollen wir natürlich haben. So. Mist, das ist ein Weibchen. Verdammt. Wollte ich nicht. Aber ist egal, nehmen wir jetzt mit. Schade, Mensch. Oh Gottes Willen, ich will mich jetzt hier nicht... Was war das? Geruchsfrei, neue Trophäe. Ich will mich jetzt nicht beschweren, ne? Also gleich zum Anfang
einen Schuss und einen Treffer, das ist natürlich toll. Und wenn wir das Tier dann auch gleich noch im Schuss legen, fantastisch. So, wir gehen jetzt tatsächlich mal zu Fuß weiter, weil wie gesagt, man verpasst zu viel, wenn man immer im Auto durch die Gegend kurvt. Ist zwar gemütlich und gut gekühlt, ne? Aber ja, man übersieht zu viel. Beziehungsweise natürlich verschreckt man viele Tiere, die in der unmittelbaren Nähe sind. Oh, die sind immer noch da. Warte mal. Im Ernst? Ihr seid immer noch da? Moment. Nee, ne? Ja, das wäre mein Kandidat gewesen, weißt du? Verdammt nochmal. So, das ist jetzt gut. Wir haben den Wind im Gesicht. Ich werde mal versuchen, ob wir nochmal rankommen. Ob ich dann hoffentlich den Bock erwische. Also, das muss doch... Das wird doch nicht mit dem richtigen Ding zugehen, wenn wir das nicht hinkriegen. Ach, jetzt gehen die weiter, oder was? Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, ja. Jungs, Mädels, wo wollt ihr hin ohne mich? So, wir gehen jetzt mal kurz hier vorne bis zum Hügel, dass wir sehen können, ob wir eventuell noch eine Chance haben, auf die Gruppe noch einen zweiten Schuss zu setzen. Das wär's ja. Oh, da hinten sind sie. Da hinten sind sie. Ganz friedlich noch. Ich gehe mal wieder in den Schleichgang hier. Jetzt müssten wir relativ nah rankommen. Da die Tiere uns auch nicht so schnell wittern. Wir haben hier allerdings jetzt gerade keine Deckung. Das ist wiederum ein Nachteil. So, schauen wir mal. Erwachsen weiblich, erwachsen weiblich. Hier der da hinten, was ist das? Erwachsen männlich. Hier der beim Gebüsch, die müssen wir uns merken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn jetzt auf die Distanz lege, das weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Na, wir sind hier gut bei 200 Meter, ne? Das ist. Moment mal, wieso hat er. Der hat nicht nachgeladen. Verdammte Hacke. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Der hat nicht nachgeladen. Da kommt er. Da kommt er. Das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Ja, so ein bisschen weiter, 150. Wo bist du hin, mein Freund? Ich habe so ein komisches Gefühl gerade bei dem Schuss. Naja, komm. So, die laufen. Reisen soll man nicht aufhalten. Ist er das da hinten? Kann das sein? Ist er das schon? Da halb rechts, seht ihr das? Jetzt im Ernst, der lag da rum? Ich baller hier durch die Gegend oder? Jojo, baller nur rum. Passt schon. Ich meinte, der war relativ gut gesetzt, der Treffer. Jetzt schauen wir uns mal den Flatschen hier an. Ja. Aber guck mal, selbst mit der Long Distance wird es manchmal so ein bisschen kritisch, ne? Bei 200 Metern oder so ist das dann nicht mehr so toll mit der Durchschlagskraft. Also wie gesagt, die nächsten beiden Waffen, die auf dem Plan stehen, die ich unbedingt haben wollte. Ich will unbedingt wieder eine 3006 und eine 308 haben. Das waren auch so meine Lieblingswaffen, unter anderem bei Call of the Wild. Ich würde diese Konfiguration gerne auch mal hier probieren. Da liegt er. Der ist nicht weit gekommen.
So, das müsste jetzt endlich mein heiß ersehnter Bock sein. Da ist er. So, was haben wir hier? Okay, hier haben wir den Rü ja, deshalb ist er nicht gleich umgekippt. Der rechte Lungenflügel und angekratzt den linken Lungenflügel. Okay. Jagdwertung. 5 Sterne, immerhin. Was? Trophäenwertung eine? Ja, weil er jetzt nicht gleich umgekippt ist, oder wie? Okay. Ja, ich taximiere den jetzt nicht, weil wir brauchen Kohle, ganz ehrlich gesagt. Wir brauchen die Kohle. Also für neue Ausrüstung, mehr Ausrüstung. Ich markiere jetzt erstmal hier. Ich muss mir überlegen, wie wir das Ganze ablaufen hier. Unseren nächsten Marschpunkt markiere ich jetzt mal. Immerhin 1,5 Kilometer, da haben wir ein bisschen was zu laufen. Aber das ist natürlich ein richtig schöner Anfang heute, ne? Gibt mir ein gutes Gefühl hier. Ne? Keine halbe Stunde im Spiel, schon die ersten beiden Abschüsse. Schön. Das baut auf und macht Lust auf mehr. Dass mir das nicht gleich nochmal passiert, dass ich wie ein Dödel da stehe und nichts passiert, weil die Waffe nicht geladen ist. Leute, geht ja gar nicht. Stell dir vor, du hast die Situation, weißt du, Auge im Auge mit dem Löwen. Hi, Entschuldigung, muss kurz nachladen. Und fitz, weg bist du. So, jetzt will ich nochmal ganz kurz hier einen kleinen Schlenker machen. Das werden wir öfter mal machen. Wir werden nie geradeaus wirklich laufen von A nach B, weil. Natürlich gucken wir nach Bedürfnisgebieten und solchen Sachen. Guck, da sind schon einige. Ja, Spießbock, genau. Das war nicht anders zu erwarten. Wir wollen mal schauen, ob hier noch andere Tierchen herumlaufen, beziehungsweise hier trinken. So, das ist das. Oh, die Tüpfelhyäne. War das die, die wir vorhin gesehen haben? Ich war mir jetzt nicht sicher, das ging so schnell. Ob das jetzt Löwen waren oder die Hyänen, die da unseren Weg gekreuzt haben. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so genau hingeschaut. Ja, ich glaube, die Jungs sind auch nicht ohne die Hyänen. Da muss man auch schon aufpassen. Was haben wir da hinten rechts neben dem Baum? Nichts. Nur Jägerparanoia. So, mal rauszoomen hier. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt in Nesperes Valley in der Hauptkarte mehr oder weniger unfreiwillig ein bisschen Vogeljagd hier betrieben. Wenn ihr das euch angeschaut habt, wenn nicht, könnt ihr die Wiederholung natürlich noch ein bisschen bei Twitch sehen und dauerhaft natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Link findet ihr im Twitch-Profil. Ja, da bin ich ja unfreiwillig zum Vogeljäger geworden, weil die mir ganz einfach sozusagen mehr oder weniger vor die Flinte gehüpft sind. Muss ich sagen, ich bin jetzt nicht auf den Geschmack gekommen, aber ich glaube. Wenn da jetzt mal Vogeljagd angesagt ist, jedenfalls hier bei Way of the Hunter, warum nicht? Also ich bin jetzt nicht mehr so konsequent dagegen. Wird nie mein Liebling sein, ne? Sage ich ganz offen. Aber, oh, hier sind Spuren. Aber wie gesagt, das kann man mal machen. So, hier haben wir Spuren von Warzenschweinen. Okay. Oha, hier haben wir eine schöne Aussicht.
Mit etwas Glück sehen wir vielleicht auch eine Gruppe oder Herde. Tierherde? Tatsächlich! Warte mal. Junge! Das ist aber ein besonderer Tag hier heute, ne? Ich mach mal ein Kerzchen an. Warte mal. Nein, Spaß beiseite. Wo ist mein Fernglas? Streifengnus! Ja, Hallöchen! Die sind on the move. Das ist jetzt gar nicht so leicht hier. Warte mal. Der sieht nett aus. Das könnte Männchen sein, oder? Ah, ja, genau. Stellt euch hintereinander. Ich will euch erschießen. Super Idee. Ah. Oh. Oh. Oh, schöner Schuss. Schöner Schuss. Schöner Schuss. Leute, das wird mein Tag. Merkt ihr was? Das wird mein Tag. Was war das? Da ist noch ein Tier? Nee. Wollte ich gerade sagen, die bleiben da noch nicht stehen. Kein Gnu bleibt da stehen. Also die machen so gut wie alles, die Gnus, aber sie bleiben bestimmt nicht stehen. So. Aber was ein schöner Schuss. Gottes Willen, ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ich... Mann! Ich glaube, das ist sogar das erste Gnu, das wir hier auf der Karte in einem Schuss gelegt haben. Ich glaube auch, ich habe auch bei dieser Begegnung, glaube ich, das erste Mal die richtige Waffe mit auch dabei. Ja, guck mal. Ich hoffe mal, das ist ein Männchen. Ich hoffe, ich habe das richtig interpretiert hier. Ja, ein ausgewachsenes männliches Tier. Oh, ist das schön. Das ist richtig, richtig schön. Das wäre normalerweise ein Tierchen, das würde ich mir in die Trophäensammlung stellen, aber wir müssen schauen, dass wir hier die Kohlen zusammenkriegen. Ihr wisst, bei Way of the Hunter dauert das alles, bis man so sein Geld zusammen hat. Alter, ey, was ist denn hier heute los? Tag der offenen Tür? Noch mehr Gnus. Aber ich will jetzt nicht unbescheiden sein. Ich muss mich jetzt erstmal ausrichten, dass wir hier in die richtige Richtung jetzt weiterlaufen. Nein, schön. Leute, jetzt lass mich mal kurz auf die Eieruhr gucken. Noch keine halbe Stunde unterwegs, 3 Abschüsse, ne? Und das ist das, was ich immer sage, ne? Und da ist Way of the Hunter noch härter als Call of the Wild. Es gibt Tage, da haut einfach nichts hin. Ne? Also wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt, gab es auch bei mir hin und wieder mal. Oder es war fast gar nichts, also dass man nur 1-2 Abschüsse beim Jagdausflug hatte. Und hier heute noch nicht mal eine halbe Stunde vergangen. 2 Spießböcke, 1 Gnu, 3 Abschüsse. Wunderbar. Das müssen wir heute ausnutzen, den Lauf. Ja, nachladen ist jetzt nicht verkehrt, aber ich wollte jetzt eigentlich die Spur zuerst untersuchen. Okay, das war ein Streifen genug. So, schauen wir uns mal um, ob hier um uns rum gerade was passiert. Da ist eine Spur. Spießbock. Okay, das scheint hier so die Gegend der Spießböcke genug zu sein. Ist vorgemerkt. Warzenschweine. Die Jungs sind hier in dem Spiel, finde ich, ziemlich aggressiv ausgelegt. Deutlich aggressiver als noch vor ein paar Wochen. Oder auch zum Beispiel generell in Call of the Wild. Da kommen die auch mal schon so auf einen zu, aber hier finde ich sie noch einen Zacken schärfer. Aggressiver. Was? Warte mal.
ist ein Bedürfnisgebiet. Das ist ein Warzenschwein-Bedürfnisgebiet, dieses aufgewühlte hier, diese Hügel. Definitiv. Oh, wir sind nur 120 Meter entfernt. Wir haben so ein Glück. Leute, wir haben so ein Glück. Wir sind immer noch hier mitten im Wind. Mit dem Gesicht im Wind, um es genauer zu sagen. Leider sehe ich die Tiere jetzt gerade nicht. Na, wo sind sie denn? Na komm. Komm. Komm zu Papa. Wo sind sie denn hin? Ah! Geht nicht ohne mich weg. Da! Da steht er. Allein auf Wald und Flur. Warte mal. Ja. Ah, wir sind jetzt schon am Visier, ne? Da fehlt die Durchschlagskraft. Wir könnten ihn jetzt mit dem Schuss nicht legen, tatsächlich. Unglaublich. Also im besten Falle, wenn wir den Schuss, ja, gut genug ansetzen, dann... Ja, das ist doof. Soll ich es trotzdem mal versuchen? Da läuft er. Die haben ein Speed drauf. Also wenn ich den jetzt tödlich verletzt haben sollte, was ich jetzt fast bezweifle, dürfen wir da dann doch eine ganze Weile hinterherlaufen jetzt. Aber wenn die nochmal laufen können, dann laufen sie. Dann dürfen wir nämlich ewig lang hinterherlaufen, um den Kadaver zu finden. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Bei den Kollegen kann es gut sein, dass sie kehrt machen. Und die Sache dann nochmal klären wollen. Wäre jetzt nicht so günstig. Vor allen Dingen, wenn sie nicht allein sind, dann rennen die dich gerne mal um, ne? Das ist... So, schauen wir mal. Die Farbe des Blutes? Nee, das ist dunkelrot, oder? Doch! Oha! Obwohl er mir das jetzt nicht als Durchschlagstreffer angegeben hat. Aber wie gesagt, das ist natürlich gut möglich. Warte mal. Wo ist denn... Da geht's weiter. Der Haken geschlagen hier. Gut, folgen wir mal der Blutspur. Ja, ich versuche jetzt... weiterhin, also diese Anzeigen im Visier auch so richtig zu interpretieren. Ich habe da ja gute Tipps gekriegt, auch unter anderem von unserem lieben Kollegen hier Dorfklavier. Seitdem hat sich das Jagdergebnis deutlich verbessert, wirklich deutlich. Aber bei diesem Spiel lernt man trotzdem immer weiter und nie aus. Danke auf jeden Fall an alle Zuschauer und Kollegen, die immer wieder auch den einen oder anderen nützlichen Tipp haben. Man kann hier nur voneinander lernen, ne? Das sollte man noch ausnutzen und annehmen. Weil dann hat man auch viel mehr Spaß an diesem Spiel. Was ja, wie gesagt, deutlich anspruchsvoller ist als Call of the Wild zum Beispiel. Allein wenn man jetzt hier die Sensibilität der Tiere sieht, ne? Was sie sehen, was sie riechen oder hören... reagieren die Tiere hier viel, viel schneller. Also selbst im Erkundermodus muss man sich schon sehr bedacht bewegen, ansonsten sind die Tiere einfach erstmal weg. Und das ist jetzt genau das, was ich meinte, Leute. Ne? Schaut mal, wie der noch gelaufen ist. Der ist im wahrsten Sinne um sein Leben gelaufen. Gut, ich denke mal, das Rennen hat er verloren. Aber wir dürfen natürlich jetzt noch ewig hinterher rennen. Das wäre dann der Treffer Nummer 4 heute übrigens. Innerhalb einer halben Stunde. Fast genau, Freunde. Leute, ich bin jetzt sonst nicht der Typ, aber ich mache mir echt tatsächlich heute mal eine Strichliste. Ich mache mir heute mal eine Strichliste. Ich glaube, das könnte sich heute lohnen, wenn das so weitergeht.
Also so können wir dann die Kasse auch relativ schnell füllen. Das würde mich natürlich auch freuen. Ja, unser teuerstes gutes Stück, das sind oder ist die Steyr Monoblock, die wir nicht unbedingt haben. Er ist zwar nur eine Stufe 5, aber das Ding zimmert. Ja, das ist, ja, damit guckst du ein Gnu oder Großwild nur an, dann kippt es um. Ja, jetzt übertrieben gesagt. So war es jedenfalls in Call of the Wild. Ich weiß es natürlich nicht, wie das dann jetzt hier ist. So, da ist unser Warzenschwein. Wir werden das auf jeden Fall alles hier... Hallo? Wie untersuchen? Wieso kann ich das nicht aufnehmen? Hier beanspruchen. So, was war das denn jetzt? Gut, hier hatten wir jetzt einen Lungenflügel getroffen, den rechten. Okay. Männlich, sehr gut. Erwachsen, noch besser. So, die alten männlichen Tiere aussortieren. Na, da haben wir nämlich gleich hier schon was für die Wildpflege getan. Ja, und die Herde sozusagen langfristig natürlich verbessert. Damit die jungen, starken Tiere dann sich vermehren können und eine umso bessere, gesündere Herde haben wir dann. Und haben als Jäger dann auch immer wieder schöne Herden, die wir jagen können. Das hat alles Konsequenzen und das finde ich das Schöne hier in Way of the Hunter. Ne? Also, dass das wirklich auch Konsequenzen hat, was für Tiere du abschießt, wie die Herden sich entwickeln. Sehr schön. So. Wir haben den Kurs wieder korrigiert. Zurück auf unsere ursprüngliche Route. Und dann schauen wir mal, was wir dort vorfinden. Ich habe auch gesehen, es gibt da nicht allzu weit entfernt, glaube ich, auch irgendwo einen Lagerplatz, den wir noch nicht entdeckt haben. Vielleicht sogar ein Jagdhaus. Müssen wir mal gucken. Mittlerweile habe ich ja auch so ein bisschen Spaß dran. Achso, Spießböcke, okay. So Jagd-Highlights als Shorts nochmal zu veröffentlichen. Wenn euch sowas interessiert, schaut es euch gerne an. Diese Shorts findet ihr, wie gesagt, auch natürlich, wie gesagt, auf meinem YouTube-Kanal. Einfach mal reinschauen. So, da läuft ein männlicher Bock. Ich weiß nicht, ob der jetzt ein bisschen zu weit weg ist für unseren Geschmack hier. Wir müssen mal gucken. Wenn er gleich hier, hoffe ich, hinter dem Gebüsch hervorkommt. Oder wir machen jetzt mal einen Blindschuss durchs Gebüsch. Hehe. Man muss alles mal gemacht haben. Er läuft zwar noch, aber wer weiß. Wir müssen mal gucken, wie wir ihn getroffen haben. Das war ein männlicher Bock. Ich glaube, auch erwachsen sogar. Wäre schön, wenn wir den getroffen hätten. War jetzt ein bisschen geraten, ne? Aber manchmal so ein Schuss aus der Hüfte. Bitte. Ein Honigdachs. Echt jetzt? Guckt euch die Jungs an. Irgendjemand hat mir erzählt, die beißen hier auch. Die sind so ein bisschen komisch hier, die Jungs. Bisschen aggro. Aber der ist mir zu schnell unterwegs, der Kollege. Da können wir laufen. Ach, das dürften die Bauten hier sein von den Kollegen. Super, guck mal. Hier könnte man sich auf die Pirsch legen, ja, und mal gucken, wann er aus dem Loch kommt, weißt du? Einfach warten, davor setzen, wenn er aus dem Loch gekrochen kommt, bäm. Nein, so fies bin ich nur auch nicht. Obwohl, nein, mach ich nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den Kollegen erwischt haben. Ah, der kam hier von der Wasserstelle. Okay. Gleich mal hier aufnehmen hier. So. Wo ist denn... Ist das jetzt das Anschlussbild? Ja. Jungs, Mädels. Ach so, ich habe meine Strichliste vergessen. Bis jetzt haben wir
Uhrzeit. In knapp 40 Minuten schon vier Abschüsse gemacht. Guter Schnitt. Mit etwas Glück ist das die Nummer 5 schon. Leute, so einen Schnitt hatte ich noch nie. Schade, dass heute so wenig unterwegs sind auf Twitch. Verstehe ich zwar nicht. Ich weiß, dass heute Einschulung ist in Deutschland, aber ich dachte, es wären heute mehr Leute unterwegs. Da ist man einmal richtig gut unterwegs, jagdtechnisch, und keine Sau sieht es. Ich hoffe, irgendjemand guckt sich die Wiederholung an, hier auf Twitch oder natürlich auf YouTube. Das ist der typische Voreffekt, ne? Vorführeffekt, Entschuldigung. Wenn es mal klappt, ne? Dann sieht das keiner. Dann ist sie auf dem Jahrmarkt beim Ringe werfen, ne? Du triffst nie diese Flaschen, wo die Ringe drauf landen sollen. Niemals. Jedenfalls nicht, wenn du in Begleitung bist. Wenn du alleine bist und du schaffst es, ne? Supi, ne? Aber das glaubt dir keiner, weil keiner dabei war, der es gesehen hat. Das ist so Murphys Gesetz, weißt du? Junge. So, mal sehen, wie lange der Kollege noch gelaufen ist. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt getroffen habe. Das Blut sah ein bisschen heller aus. Ich gehe mal davon aus, dass wir einen der Lungenflügel auf jeden Fall erwischt haben. Jetzt ist er noch relativ weit gelaufen, sehe ich hier, ne? Das ist einerseits natürlich seinem Tempo geschuldet, auf der anderen Seite, wenn es dumm ist, ganz dumm gelaufen ist, habe ich den Lungenflügel nur angekratzt. Das verendet jetzt sehr langsam. Was ich eigentlich nicht gern mag für das Tier, aber na gut, dann ist es mal so. Ich kann es ja nicht ändern, ne? So, schnell mal nachladen, bevor ich es vergesse. Falls wir unerwünschten Besuch kriegen. Also, wenn das so weitergeht, ich glaube, da mache ich mal so eine Compilation draus. Alle Abschlüsse des Tages und darunter dann so schöne Musik hier. Oh, Happy Day, weil sonst glaubt mir das keiner. Ich weiß, für die Pro-Jäger ist das jetzt hier ein Witz, ne? Aber ich hier so als Hobby-Amateurjäger, der ne? Ich feiere das gerade so ein bisschen. Und wenn ich ehrlich bin, auch ein kleines, ein bisschen. Auch mich, ne? Also, ich hoffe, ihr gönnt mir das auch. Also wenn ich mal groß bin, dann spiele ich auch im nächsten Level. Ich muss gestehen, ich meine, ihr wisst das auch, für all die, die jetzt das erste Mal dabei sind, nur rein informativ, wir spielen das Ganze auf der Xbox Series S, auf der kleineren, und ich spiele das meistens im Erkundermodus, also jetzt nicht im Dummy-Modus, das ist mir dann auch zu blöd, aber es ist eben halt ein sehr komplexes Spiel und da ich jetzt nicht der Jäger bin, der jeden Tag wirklich regulär und regulös da loszieht, ja, bin ich auch mit dem Erkundermodus schon gefordert. Aber wer weiß, vielleicht versuchen wir mal, uns da irgendwann mal so Stück für Stück ranzuarbeiten, dass wir die ein oder andere Hilfe auch nicht mehr brauchen. Oh, der ist verblutet. Hauptschlagader getroffen. Ja, gut, das war jetzt kein legendärer Treffer, ne? Aber Jagdwertung dann doch 5. Trophäenwertung nur einer. Okay. Oha, jetzt haben wir schon 6000 hier. Super. Hier, da sehe ich es gerade. Das müssen wir gucken, ob das ein Häuschen ist oder. Das sieht nach einem Häuschen aus, glaube ich. Warte mal. Ja, werden wir gleich sehen. So, da war der Honigdachs, den wir gesehen haben. Jetzt gehen wir auch genau in die Richtung nochmal kurz zurück. Vielleicht läuft er uns ja nochmal über den Weg. Dann machen wir den auch noch platt. Ih! Nein. Warte mal, ich muss jetzt einen Strich machen. Nummer 5. 40 Minuten, 5 Treffer. Jo. Also, wenn ihr euch erinnert, beim letzten Ausflug in Nes Peres, ne, da war die Liste leer. Null. Also wirklich Nullinger. Gut, ich hatte genau wie hier, ist auch gar nicht so drauf angelegt. Ich wollte eigentlich mehr die Karte wieder aufdecken, weil ich hatte ja das ganze Spiel nochmal neu angefangen mit der Neuveröffentlichung von Afrika, von Tikamun Plains, wo wir jetzt auch unterwegs sind. Das heißt, ich muss alle Karten jetzt hier nochmal aufdecken, entdecken, aber ich habe dabei auch sehr, sehr viel Spaß. Ich habe jetzt angefangen mit Nesperos Valley nochmal, also mit der Originalkarte.
Gestern haben wir nochmal Transsilvanien neu gestartet. Und ja, Tikka Moon Plains natürlich ist jetzt aktuell das große Thema. Die neueste Karte und eine wunderschöne Karte obendrein. Ich glaube, wir sind uns einig, das kann man nicht bestreiten. Hier hat sich THQ Nordic selbst übertroffen. Aber wir werden auch in Aurora Shores nochmal wieder unterwegs sein. Ja, vielleicht sogar an diesem Wochenende. Schauen wir mal, wie das zeitmäßig hinkommt. Durch meine berufliche Veränderung habe ich jetzt generell Wochenende frei. Das heißt, da kann man dann ein bisschen mehr machen. Entweder macht man ein Stream mal länger oder man macht mehrere über den Tag. Vielleicht auch mal mit unterschiedlichen Games, so wie heute. Na, also heute Vormittag, Nachmittag hatten wir Star Trek Resurrection endlich fortgesetzt. Wenn euch dafür interessiert, die gesamte Serie findet ihr, was wir bis jetzt gespielt haben, bis heute, findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal bei mir. Und das werden wir jetzt auch wieder mehr oder weniger regelmäßig fortsetzen. Ich denke, bei der Story sind wir jetzt auch schon über die Hälfte rüber. Ich glaube sogar, wir bewegen uns so langsam bei Star Trek Resurrection aufs Finale zu. Meine ich jedenfalls, ich spiele es mit euch blind, ja. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir da bald durch sind. Ich habe auch gelesen, ich glaube, das Spiel ist so, ja, 5-6 Stunden. Müssten wir eigentlich dann auch rankommen mit der nächsten Episode. Ich denke mal, das werden noch ein, vielleicht zwei Episoden von Star Trek, kann ich nicht mehr reden, von Star Trek Resurrection. Und dann sollten wir das auch durchhaben. Wunderschönes Game. Die Story gefällt mir auch sehr gut. Aber momentan bin ich tatsächlich auch sehr auf die Jagd fixiert. Weil es einfach Spaß macht. Gerade hier auf der neuen Karte. Was haben wir da? Viele große Steine. Aber was noch? 200 Meter sind wir entfernt. Von unserem Zielpunkt. Was war das? Schon wieder Honigdachse. Die Frechdachse hier. Naja, da werden wir uns mal den einen oder anderen mal herpoolen bei Gelegenheit. Aber jetzt nicht. Wir haben zu tun. Wir müssen die Karte weiter aufdecken. Also wie gesagt, wir nehmen alles mit, was heute nicht nied- und nagelfest ist. Schon was sehen, wenn es was Größeres ist. Ich hatte jetzt gehofft, dass es wieder ein Jagdstand ist, aber das ist ein kleiner Lagerplatz. Okay. Die kann man immer gut gebrauchen. Zum Auffüllen, Nachladen oder mal kurz ein Nickerchen machen. Jawohl. Sehr schön. Der hier hängt. Oh, schade. Gut. Schauen wir mal nach unserem... Dann würde ich tatsächlich sagen, ja, ich bin jetzt am überlegen. Gehen wir jetzt erstmal hier hin? Da, warte mal, lass mich mal überlegen, ob das Sinn macht. Erst hier hin, dann hier nach links schwenken und dann hier so rüber. Weil dann haben wir auch ein relativ großes Gebiet hier, auch hier so ein bisschen eingelaufen. Ist eine Idee, oder? Komm, lass uns das tun. Wir haben heute Zeit. Was habe ich da eigentlich in blau markiert? 3,9 Kilometer. Warte mal. Eine Spurmarkierung? Hä? Ich habe aber doch keine Spurmarkierung gesetzt, oder? Warte mal. Da. Das irritiert ja nur. Okay. So, wo ist jetzt unsere neue Markierung? Da. Ja, ist gar nicht so weit weg, wie ich dachte. 1,7 Kilometer.
Also es kann durchaus sein, dass wir hier auf der Ecke noch auf die Hyänen treffen. Bin ich mal sehr gespannt. Lass mal kurz auf die Finanzen gucken hier. 6.025. Also wenn wir mal wieder in einem Jagdhaus sind oder beziehungsweise Zugriff haben auf ein Fahrzeug. Ah ne, im Fahrzeug kann ich nichts kaufen. Ja, wenn wir in einem Jagdhaus sind, mal gucken, was wir schon einkaufen können, wieder nachrüsten können. Ich wollte eigentlich noch das nächsthöhere Zielfernrohr auch holen. Auch das ist relativ teuer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem, ich glaube, das ist das 4HD, das nächsthöhere, letzthöhere wird dann das 6HD. Das 4HD, das ist, oder das ist 3HD, egal. Das reicht eigentlich schon, also für meine Verhältnisse. Deshalb glaube ich, werde ich den Fokus dann jetzt erstmal auf die Steyr Monoblock und die Remington 1903 legen, also das 308er und das 3006er Gewehr. Und vielleicht lege ich mir noch mal für die Vogeljagd, vielleicht lasse ich ja noch mich breitschlagen, meine Flinte zu. Gut. Wir sollten uns auch natürlich noch mit dem einen oder anderen Caller ausrüsten, aber bis jetzt laufen die Kollegen mir hier eigentlich von selber über den Weg. Da brauche ich hier gar nicht viel machen. Ich mach mal den Jagdinstinkt an. Ich meinte, ich habe was gehört, aber sicher ist sicher. Ich hatte eine Offline-Session hier. Da hat mich irgendein Tier von oben angefallen. Ich war bestimmt ein Löwe. Ich war aus dem Nichts auf einmal weg. Also bewusstlos. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Gerade wenn man so mitten in der Pampa zu Fuß allein unterwegs ist, dann wird man ja zurücktransportiert ins Jagdgebäude. War dann sehr ärgerlich. Deshalb lieber Vorsicht als Nachsicht. So ganz verhindern wird man es nie können. Aber irgendwann übersieht man dann doch mal irgendwas und zack. Ich meine, ich muss sagen, ich hatte relativ lang das Glück, dass mir das nicht passiert ist. Bis ich das erste Mal von einer Herde Kaffernbüffel überrannt wurde. Ja, auch da, ne? Ab zurück ins Krankenlager. So, da hinten steht irgendwo ein Spießbock rum. Ist das ein schwarzer? Ein schwarzer Spießbock? Kann das sein? Na, Hüpfschnüpfer gemacht. Ne? Oh! Gerade sage ich es noch, verdammt! Jetzt habe ich auch noch die falsche Taste gedrückt und bin nicht gesprintet. Das ist natürlich Mist. Damn it. Jetzt ist die Markierung auch so ungenau. Mist. Leute, haben wir ein Glück, dass wir heute Zeit haben, ne? Sie irritieren das. Das war jetzt gerade ein bisschen hakelig, das Bild. Das liegt aber nicht an mir. Junge. Das tat ja nun nicht Not. Ja, hier so ungefähr muss es gewesen sein, ne? Aber die Spur finde ich nie wieder. Aber ich bin mir sicher, dass ich den getroffen habe. Aber wie gesagt, das war zu weit weg, die Markierung. Schade. Elend schade. Das wäre dann schon Abschuss Nummer 6 gewesen. Aber so ist es, Leute. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und ich rede gerade noch drüber, weißt du? Ich rede gerade noch drüber. That's life. So, habe ich die Markierung jetzt richtig gesetzt? Warte mal. Weil jetzt nehmen wir natürlich, wir laufen jetzt nicht den ganzen Weg nochmal zurück. Das ist Blödsinn.
Das macht jetzt auch keinen Wert. Hier nehmen wir jetzt das Fahrzeug. Ja, eigentlich hätte ich jetzt natürlich gucken können im Shop. Aber das läuft uns ja nun wirklich nicht weg. Ich möchte jetzt lieber erstmal die Karte weiter aufdecken. Aufrüsten, einkaufen kann man immer noch, ne? Da bleibt mehr als genug Zeit. So, das da hinten dürften wieder... Ja, sind das Gnus oder sind das Kudus? Ja, die sind schon wieder unterwegs. Okay, können wir uns sparen. Dann geben wir Gas und fahren weiter. Schade, es wäre so... Ja gut, ich kann nicht die gesamte Zeit hier in Lauf haben, ne? Das ist klar. Und ich will mich nicht beschweren. Allein die erste halbe Stunde, 40 Minuten, Junge. Da ging richtig was. Hier da vorne? Nee. Stell dir mal vor, das wären wir gelaufen. Jetzt nochmal zurück, Junge, Junge. Aber mich ärgert das mit dem Spießbock. Ich bin ziemlich sicher, dass wir den erwischt haben. Aber es war jetzt, ganz ehrlich, bin ich auch ganz offen, das war eigene Doofheit, weißt du, das ist... Ist so, muss man sagen, wie es ist. Hab auch zu hektisch falsch dann reagiert. Ne, falschen Knopf gedrückt. Ich bin dann nicht zur Seite gesprungen, sondern gekrochen. Das war natürlich zu langsam und zu wenig. Dann ist es eben halt so, ne? Jetzt im Ernst. Die ganze Herde Gnu steht neben mir und ich sehe das nicht, ne? Leute, kannst du nicht ausdenken. Ich bin jetzt gerade so auf den Weg hier konzentriert. Was heißt Weg? Wir fahren querfeldein, aber ihr wisst schon, auf unseren Kurs konzentriert, sagen wir es mal so. Oh, da hinten ist auch gerade was lang geflitzt. Das könnten Böcke sein, hier Spießböcke oder... Gut. Oh, Warzenschweine, gleich hinterher. Schauen wir mal. Junge! Guckt euch das mal an, hier ist richtig was los. Okay. So, was haben wir denn da hinten? Ah, ein weiteres Lager. Okay. Oh, da haben wir sogar eine neue Karte. Und immer noch viele Warzenschweine. Leute, alles gut. Ich bin's doch nur, euer Jäger. Keine Panik. So. Platz hier. Jagdkarte aktualisiert. Schauen wir mal rein. So, jetzt sind wir ja so ungefähr hier wieder in dem Gebiet, ne? Das ist... Junge, Junge, hier gibt es noch eine ganze Menge zu entdecken. Was knackt da? Die Jungs sind noch in der Nähe. Okay. Zwar erschrocken, tickern ich aber trotzdem noch durch die Gegend.
So, ja, da würde ich sagen, jetzt latschen wir wieder, oder? Auf Schusters Rappen geht's weiter. Warte mal, nachladen. Also, Peru gegen die Tierwelt, aktueller Stand 5 zu 1. Diese Honigdachse, ne? So klein wie sie sind. Also ich habe ja hier auch schon die ersten Löwen gesehen. Ich muss sagen, Gott sei Dank erstmal aus Distanz. Ich bin auch froh, wenn das jetzt erstmal so bleibt, bis ich die Ausrüstung habe, die ich haben will. Da fühle ich mich dann auch ein bisschen sicherer, muss ich ganz ehrlich sagen. So, was haben wir hier? Streifengnus. Okay. Oh, da haben wir bedürftiges Gebiet, warte. Oh, das sieht nach Raubtier aus. Knochen. Okay, wir sind in einem oft frequentierten Fressgebiet der Löwen. Habe ich irgendwas von Löwen gesagt? Ich habe nichts gesagt. Ich bin eigentlich auch nicht hier, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir sollten mal schnell sehen, dass wir zu unserem Punkt kommen. Und unter diesen Umständen hoffe ich tatsächlich, dass das ein Anstand ist. Also da würde ich dann tatsächlich jetzt auch gleich mal raufklettern und sehen, ob wir hier ein Schussfeld auf dieses Löwenareal haben. Das wäre natürlich klasse. Die Viecher sind hier auch richtig sneaky, ja? Also was ich von ihnen bis jetzt gesehen habe, bewegen sich sehr, sehr vorsichtig. Gehen also wirklich sehr geschickt hinter Büschen in Deckung, dass du sie nicht siehst, erst im letzten Moment. Also ich bin jetzt hier gerade, ja, ich inspiziere so links, rechts, oben, unten jeden Strauch, der irgendwie auf unserem Weg ist. Nicht, dass da so ein Tierchen auf uns zuprescht. Das wäre eine böse Überraschung. Kann das ein Anstand da hinten sein? Ich hoffe es, bitte. Ja, sieht ganz dann raus. Heidewitzka. Ja, yes, sir. Da ist er. Lobet den Herrn. Rettung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht so ein bisschen Puls jetzt, wo ich weiß, dass die Jungs hier unterwegs sind. So sehr ich mich auf die erste Begegnung freue. Auf jeden Fall weiß ich auch, dass mit den Jungs nicht gut Kirschen essen zu ist. Ne? Also es ist, ja. So. Dann erklimmen wir doch gleich mal unseren neuen Anstand hier. Theoretisch müsste ich für eine Begegnung mit den Kollegen waffentechnisch auf jeden Fall gerüstet sein. Oh, guck mal, wir haben hier wirklich. Das ist ja schön. Wir haben hier wirklich auf dem Anstand davor, parademäßig, wie auf dem Silbertablett, eine Tränkestelle. Und ich denke, die Löwen werden das genauso sehen. Wenn ich jetzt Löwe wäre, wäre das einer meiner Lieblingsspots, ne? Hier überall mal Büsche, Bäume, wo man sich verstecken kann.
Wenn das Wild kommt, um sich zu tränken, zack, und weg, weißt du? Da hinten ist noch eine Tränkestelle, aber fast einen Kilometer entfernt. Ich meine, irgendwo ein Knacken und Wuseln zu hören, das kann ich mir natürlich auch nur einbilden. Wir alle kennen mittlerweile die Jägerparanoia. Man sieht und hört Dinge, die nicht wirklich da sind. Das klingt ein bisschen cringe, aber es ist so. Weil man fest damit rechnet, etwas zu sehen oder zu hören. Ach, guckt euch mal die Aussicht hier an. Also diesen Stand muss ich tatsächlich mal besonders vormerken. Hier haben wir auch noch ein Gewässer. Also hier ist gut möglich, dass die Tiere auch tatsächlich pendeln zwischen diesen Gewässern. Haben wir noch einen Blick hier hinten zum Löwengebiet? Ja. Aber ist jetzt nicht so dolle, muss man ehrlich sagen. Ja, guck mal, da bis zu diesen Bäumen, das sind 2 Kilometer. Das ist ein bisschen viel. Also, die deutlich bessere Aussicht haben wir jetzt hier natürlich ins Tal. Haben wir hier schon irgendwas entdeckt in der Richtung? Nein. Okay. Das heißt, dieses Gebiet, jetzt haben wir den Blick also quasi hier in diese Richtung, haben wir noch gar nicht wirklich entdeckt. Obwohl, jetzt Moment, jetzt war er gerade da, ich bin ja doof. Können wir schon gleich mal prophylaktisch den nächsten Wegpunkt markieren. Aber ich würde trotzdem hier nochmal ein paar Minuten verharren. Vielleicht haben wir das Glück, dass hier noch was vorbeikommt. Die Zeit nehmen wir uns auch. Jetzt haben wir in der ersten halben, dreiviertel Stunde so viel geschossen. Ach komm, da müssen wir uns auch mal gönnen. Belohnen wir uns ein bisschen mit der Aussicht hier auf diese wunderbare Landschaft. Also diese Bäume hier, die sind der Hammer, ne? Unglaublich. Auch da hinten nochmal Wasserstellen. Oha, das sind doch, warte mal. Ich will mal einen der Bäume hier anvisieren. Also hier jetzt Luftlinie 400, 450, irgendwas dazwischen. Meter. Da hinten auch ein Anstand, kann das sein? Warte mal. Ach, das könnte der hier sein. Ja, das ist der. Okay. Ich glaube, ich bin jetzt hier zur falschen Zeit. Ich meine, wir müssen eh weiter. Wir können nicht ewig hier rumschlünzen. Es wird natürlich jetzt Sinn machen, wenn wir auch mal einen kleinen Schlenker machen. Zu dieser Tränkestelle. Um zu sehen, was für Bedürfnisgebiete wir haben, was für Tiere wir hier haben. Und dann schwenken wir nach links zu unserem nächsten Ziel. Ja, und nachdem geht's schon zu unserem nächsten Lagerplatz, beziehungsweise ich glaube, das ist sogar eine Lounge. Da könnte ich tatsächlich da mal in den Shop gehen und gucken, ob wir hier schon aufrüsten können wieder. Spießbock, okay. Mich hier lieber sorgfältig um. Die Löwen sich hier rumtreiben, gilt Vorsicht. Ich nehme auch lieber mal das Gewehr in die Hand hier. So, ich gehe jetzt erstmal hier mit dem Nullpunkt auf Kurzdistanz, falls die direkt vor uns auftauchen sollten.
Sicher ist sicher. Waren wir nicht an dieser Stelle, glaube ich, hier mit den Bäumen? Das war doch diese eine Sehenswürdigkeit, die wir im Story-Modus für diese Instagram-Tante finden mussten, oder? Bin mir ziemlich sicher. So, man sieht das Gewässer jetzt ein bisschen schlecht, den kleinen See. Das ist diese Baumgruppe da vorne. Also Leute, es bleibt spannend heute. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Wir haben auch schon ein paar gute Abschlüsse gemacht. Jetzt werden wir weiter ein bisschen die Karte aufdecken. Mit etwas Glück kann ich dann in der nächsten Launch, die wir entdecken, dann ein bisschen aufrüsten, nachrüsten, je nachdem. Also für mich ist die Jagdtour heute schon ein Erfolg. Immer schön umschauen hier. So, da haben wir schon die ersten Bedürfnisgebiete. Schauen wir mal, was wir hier haben. Warzenschweine. Ah, gehen wir einmal hier rum. Streifen genug. Ja, das haben wir nämlich schon fast gedacht, dass wir hier so eine große gemischte Gruppe finden, mehr oder weniger. Und den da vorne. Und dann haben wir alle. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir die alle mit. Alles auch Warzenschwein. Okay. Dann geht's weiter Richtung Zielpunkt. Ist ihm halt ein bisschen tricky, weil wir sind jetzt hier wirklich auf offener Plane. Und hier wieder Hinweise auf Jäger. Also wir sind hier wirklich in einem Schmackofatzgebiet der Löwen. Ich werde gerade doch ein bisschen nervöser. Ich meine, es ist ja jetzt schön, dass ich weiß, wo die Kollegen sich rumtreiben. Solange die nicht wissen, wo ich mich gerade rumtreibe, ist das völlig in Ordnung. Aber ich werde jetzt doch öfter mit dem Blick hier hin und her schwenken, auf jede Bewegung achten. Weil wir laufen hier wirklich wie auf dem Präsentierteller, ne? Ja. Noch ein Gebiet von den Jungs. Und das ist ja jetzt kein Gebiet, wo die immer alle Jubeljahre kommen. Das ist so ihr Stammgebiet hier, wie man sieht. Aber scheinbar habe ich Glück und ich habe gerade die Ruhezeit der Kollegen erwischt. Können wir eigentlich gerade mal gucken? Will ich das jetzt eigentlich wissen? Ich weiß es nicht, aber wir gucken trotzdem mal nach. Wie das jetzt gerade bei den Löwen aussieht. Moment. Haben wir die schon hier im... Ja, haben wir schon eine Enzyklopädie. So, wie viel Uhr haben wir? Es ist 11.39 Uhr und... Moment. Also 11:30 Uhr, sagen wir mal. Ja, jetzt sind wir wieder zurückgesprungen. Na... So, also von 10 bis 15 Uhr ist Ruhephase. Das finde ich völlig in Ordnung. Dann machen wir uns mal schnell vom Acker hier. Finde ich gut. Dann wünsche ich eine gute Nacht und schnell durch hier. Es sei denn, ich trete mit meinem Glück jetzt einem der Kollegen auf den Schwanz. Dann habe ich ein Problem. Dann ist egal, ob er vorher geschlafen hat oder nicht. Oh, war da gerade eine Spur? Ja, Spießbock.
bis jetzt habe ich schon mal noch Glück hier. Ich hoffe, das Glück bleibt mir hold bis zu unserem nächsten Punkt. Was ist da hinten? Warzenschwein, okay. Warzenschwein ist immer okay. Ich werde jetzt hier aber nicht rumfeuern und die Löwen wecken. Habe ich keinen Bock drauf. Halt die mal lieber im Auge. Die sind ziemlich aggro, wenn sie alarmiert sind. Da muss ich den jetzt nicht vor der Nase rumtanzen. Einmal umrennen in einer Session reicht. Aber die bewegen sich alle weg von uns. Da haben wir... Oh Gott, da vorne haben wir noch mehr Warzenschweine. Okay. Aber die sind über 200 Meter von uns entfernt. Ich glaube, ich mache mich dann doch lieber hier mal ein bisschen klein. Man weiß ja nie. Wie haben die mich so schnell gewittert da vorne? Der Wind steht mir doch hier in der Richtung ins Gesicht. Oder sind sie so schnell hier im Bogen rumgestratzt? Das kann natürlich auch sein. So, Freunde. Und hier haben wir so eine kleine Goldkiste geöffnet mit ganz vielen Bedürfnisgebieten. Das ist super. Also wir haben jetzt hier so viele Bedürfnisgebiete schon von der Tüpfelhyäne gefunden. Was ist das hier? Auch Tüpfelhyäne. Also wir sind hier absolut im Hyänenviertel. Okay. Ja, ich habe wirklich richtig Glück hier, ne? Wenn dann richtig in die Nesseln setzen, nicht nur ein Gebiet mit Löwen, sondern auch noch mit Hyänen, läuft bei mir. Aber bis jetzt, toi toi toi. Haben sich die Kollegen zurückgehalten. So, muss ich jetzt über diese Hügel hier rüber? Schauen wir mal, das sieht so aus, ne? Obwohl... Gucken wir mal. Was ist das? Ein Stein. Okay. Ich bin gerade so ein bisschen nervös. Also toi toi toi, bis jetzt sind wir gut durchgekommen hier. Ja, wir müssen hier rüber. Okay. Dann würde ich doch denken, dass wir hier halb rechts rüber gehen. Das sieht ein bisschen ebener aus, dass wir da rüber kommen. Komm, legen wir mal einen kleinen Sprint hin. Bisschen Cardio hier. Das ist ein Training. Tut immer gut. Okay. Damit haben die Warzenschweine jetzt allerdings nicht gerechnet. Die, ja, die sind jetzt ein bisschen... Sorry, Jungs. Ich habe euch nicht gesehen. Lauft nur. Alles gut. Alles gut. Lassen wir sie laufen. Geben wir ihnen den Raum zu laufen. Ist natürlich doof, dass sie genau in die Richtung laufen, wo wir hinwollen, ne? Junge, Junge, Junge. Ist vielleicht auch nicht so die richtige Taktik, aber na gut. So, mit etwas Glück werden wir jetzt gleich hier mit einer wunderschönen Aussicht belohnt. Hoffe ich doch.
nochmal. Habe ich zu viel versprochen? Was ist das Blaues da hinten? Achso, das ist nur ein See. Ich dachte, das war fast so blau wie eine Plane, ne? Das ist... Warte mal. Ich hole das Fernglas raus. Schauen wir mal. Ja. Ist hier sonst noch was Interessantes? Sehen wir vielleicht die Warzenschweine irgendwo? Die haben richtig Gas gegeben, die Jungs. Gut, hätte ich an ihrer Stelle auch gemacht. Wunderschöne Landschaft, aber gerade ein bisschen unübersichtlich. Das finde ich hier immer so ein bisschen gefährlich, wenn es unübersichtlich wird. Wer weiß, was wir hier für Kollegen rumtoben haben. So, noch rund 600 Meter bis zu unserem nächsten Zielpunkt. Landschaft finde ich einfach... Ich könnte mich da reinsetzen, jetzt ohne Scheiß. Also einfach hier stundenlang durch die Gegend zu latschen, ist schon... allein schon ein Erlebnis, finde ich. So, was haben wir denn da unten? Oh, hier haben wir auch einen Weg wieder, okay. Und hier, ja, es ist gar nicht mehr so weit, da können wir dann auch gleich, wie gesagt, wie geplant, dann auch als nächstes hin. Das sieht mir tatsächlich sogar nach einer Lodge aus. Hoffentlich. Wir müssen mal gucken, wie das nachher zeittechnisch auch aussieht, dass wir vielleicht noch, wenn wir Glück haben, das ein oder andere Tier... für ein Diorama schießen oder so, ne? Vielleicht kriegen wir da noch was Schönes zusammen hier. Aber wir machen das ganz ohne Stress, ne? Wir lassen das heute hier ganz locker auf uns zukommen. So 300 Meter, das sieht aber nicht nach dem Anstand aus. Warte mal, oder? Nee, ist ein Lager. Hier, sieht man von hier aus schon. Ist ein Lager. Ah, vielleicht auch mit der Karte. Schauen wir mal. Sehr gut. Also heute verdienen wir uns richtig Kilometergeld, oder? Was meint ihr, Leute? Junge, Junge. Sind da hinten Tiere, da rechts? Ja. Oder? Spielt mir hier mein Auge... Nee. Spielt mir keinen Streich. Springböcke. Okay.
Jungs lassen uns aber ziemlich dicht drankommen, ne? Na, jetzt sind sie alarmiert. Guckst du? Guckst du weiter? Oh, die legen sich sogar jetzt ab hier. Was ist denn jetzt los? Was ist denn mit denen erwischt? Der Schuss war scheiße. Sorry. Aber man muss sagen, wie es ist, ne? Wenn scheiße ist, muss man sagen. Ich entschuldige mich in aller Form, falls ich jemanden hier angekratzt und nicht getötet haben sollte. Also tatsächlich ein Treffer zwar gesetzt, aber ich glaube, dem habe ich nur den Buckel gekratzt. Schauen wir mal. Ach doch! Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwundert. Ehrlich gesagt. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Okay. Aber, nee, ich bin ja dankbar für jeden Treffer, den wir hier setzen. Unsere potenzielle Nummer 6 heute hier. Ja, die Nummer 6 gewinnt wahrscheinlich keinen Schönheitspreis heute, aber nehmen wir natürlich mit. Das war jetzt so spontan, ne? Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich mir oft nicht genug Zeit für den Schuss nehme. Das ist ein Fehler, nicht, und viele andere, glaube ich, auch immer wieder machen. Unbewusst. Aber man muss sich echt dazu zwingen, ne? Lagen. Junge. Ich habe fast die Befürchtung, dass ich bei dem so eine Schlagader getroffen habe, dass der mir jetzt hier noch ewig durch die Gegend rennt. Das ist natürlich jetzt nicht so optimal. Möchte ja auch eigentlich natürlich lieber das Tier im Schuss legen direkt, ne? Aber da muss man natürlich sich deutlich mehr und besser Zeit für nehmen für einen guten Schuss. So ist es nun mal. Junge, ist der noch gelaufen. Ich wollte doch schnell noch das Lager aufdecken. Junge. Können wir gleich nochmal zurücktapern. Was. Spießböcke. Noch mehr Spießböcke. Alter, wohin ist der? Bist der bis ins nächste Revier gerannt? Was ist denn hier los heute? Was war das gerade für ein Geräusch? Bei Geräuschen, die ich nicht kenne, bin ich immer sehr misstrauisch hier auf der Karte. Ja, wo ist er denn jetzt? Seine Ewigkeitstour. Hin. Ja, schön. Gleich noch nebenbei ein Tränkegebiet entdeckt. Spießbock natürlich. Was sonst?
diese frechen Honigdachse. Ist das einer? Ja. Hat sich gerade bewegt. Also. Die habe ich mir schon vorgemerkt, die Kollegen hier. Da möchte ich einen für zu Hause haben. Schön fürs Diorama. Ah, ja, da hinten. Da hinten liegt er. Ja, der ist ja noch eine halbe Ewigkeit gelaufen. Jetzt müssen wir den ganzen Strunz nämlich auch wieder zurück. Darf man auch nicht vergessen. Bitte? Das dürfte eine Hyäne gewesen sein. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich werde jetzt auch gar nicht hier lange rumfusseln. Männlich ausgewachsen. Ist okay. Ich behalte jetzt mal mein Umfeld genau im Auge. So. Und wir tackern schnell mal zum Lager zurück. Sicher, sicher. Alter, mach mich hier nicht nervös. Ich sehe aber keine Markierung von dem Tier. Ist das hier noch Hyänengebiet? Achso, hier, Strichliste. Nummer 6 heute. Fast vergessen. Ich mache vorsichtshalber den Jagdsinn wieder an. Ich muss mal ganz kurz das Mikrofon richten hier. So, 300 Meter. Dann sind wir wieder dran hier. Ich hoffe mal ohne böse Überraschung. Aber es sieht hier ruhig aus. Die meisten Tiere müssten jetzt auch durch die Schüsse hier abgeschreckt worden sein. Ich weiß ja nicht, wie empfindlich da Löwen oder Hyänen sind. Aber das werden wir bald rausfinden. So, da vorne ist das Lager. Und ich sehe schon, toi toi toi. Oh, da brennt Feuer. Haben wir Besuch? Was ist denn hier los? Jawohl, ja. So, dann werfen wir jetzt schnell einen Blick noch auf die Karte, bevor es weitergeht. Werden wieder neue Dinge aufgedeckt. Man entdeckt immer wieder was Neues, ne? Es ist, man kommt wirklich nicht weiter. Okay, jetzt den nehmen wir hier noch mit. Aber dann geht's wirklich zur Lodge hier, Mensch. Junge. Wie weit ist denn das entfernt? Hallo? Hast du meine Markierung? Markierung. Wo bist du? 300 Meter. Ich bin jetzt auch tatsächlich am überlegen, ob wir jetzt hier kurz ein... Ah, das ist hier der Stand, oder? Ist es der Stand? Jawohl, ein Anstand. Sehr schön. Sehe ich schon.
So, ich würde mal sagen, sobald wir den gefunden haben, den Stand, weil da will ich jetzt auch nicht gerade rauf unbedingt, machen wir auf der Hacke kehrt. Was war das? Spießbock, okay. Nee, wollte ich sagen, machen wir auf der Hacke kehrt und dann geht's zum Lagerplatz zurück und ich glaube, dann gönnen wir uns mal eine kleine Fahrt mit dem Jeep. Dankeschön. So, da sind wir schon wieder. Und ja. Hier, zack, wir machen ja schnell Version. Ja, da machen wir uns auf den Weg zur Lodge, weil ich meine, das ist eine Lodge auch. Padim, da ist er. So, lass uns mal kurz auf die Karte gucken, ob wir da eventuell auch über Straßenwege herkommen. Naja. Wir nehmen mal die kurze Strecke, oder? Soweit möglich. Wer stellt immer diesen Sender ein? Ich habe doch deutlich gesagt, dass das nicht mein Sender ist. Schon besser. Dass das eine gute Idee war, querfeld einzufahren. Naja, okay. Muss ja ein bisschen aufpassen mit den Steinen. Kann einen schon mal, wenn man falsch rauf fährt, umwerfen. Glaub mir, ich hab schon probiert. Meint, es gibt hier auch so einen afrikanischen Sender. Warte mal. Gucken wir mal. Sundance Radio. Savannah FM. Wann nehmen wir den mal? Ja, da kommt doch Stimmung auf. Da ist ein Häuschen. Jawohl, das gefällt. Junge! So, das war eine Reise. Was ist das hier? Ein Open-Air-Wohnzimmer oder was ist das? Das ist ja abgefahren. Auf du und du mit dem Gnu oder wie? Was ist denn hier los? Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Nice, nice, nice. Ich hatte jetzt eigentlich auf einen Tresor oder sowas gehofft. Haben wir noch einen anderen Raum? Schauen wir gleich mal. Hier haben wir auf jeden Fall eine Karte. You discovered Tikamoon Plains Highlands Habitat. African Highlands are as unforgiving to hunters as they are to inhabitants. You may find spotted hyenas paying an occasional visit or a Cape Buffalo seemingly lost. But if you're up to a challenge, where else would you encounter it but somewhere up high? Okay. Ja, schade, dass das Bild jetzt so verzittert war. Das ist ein bisschen doof, ne? Na gut. Auf jeden Fall wissen wir, wo wir sind.
und haben wieder einen Teil der Karte aufgedeckt. Das ist schon mal sehr gut. Ich würde aber trotzdem jetzt erstmal nochmal gucken, ob wir noch einen Raum finden mit Tresor. Ich meine, ist ja schon alles sehr stylisch, sehr schön. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier. Hallo, könnt ihr mal den Müll rausbringen? Echt jetzt? Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir hier einen Tresor haben. Ich wollte einkaufen. Hier muss doch was sein. Also das Wohnzimmer in freier Natur ist sehr stylisch, aber ich weiß nicht. Wenn sich hier so Predatoren rumtreiben, finde ich das nicht so eine tolle Idee. Okay, da geht's auch raus. Gibt's hier keinen Tresor? Echt jetzt? Oh Mann. Okay, das hatte ich mir jetzt auch ein bisschen anders vorgestellt. Mist. Ach, dann lass mal schauen. Haben wir was? Die Büffelweite. Das klingt ja schon vielversprechend hier, ne? Ja, dann schauen wir uns auch die Büffelweite mal an. Obwohl, warte mal, schnell mal hier nachladen, Kofferraum. So. Was habe ich eigentlich an Corner mit dabei? Ja gut, den Elchlocker werde ich nicht brauchen. Definitiv nicht. Okay. Ja, nee, da gibt es nichts weiter auszurüsten. Munition ist aufgefüllt. Gut, dann erforschen wir mal so ein bisschen unser neues Revier hier. Da vorne war ein Flusslauf. Wie es ausgeht, sieht, können wir dem auch tatsächlich folgen. Wo ist denn dieser Spießbock, den wir gerade gesehen haben? Bin ich jetzt blind auf beiden Ohren? Na gut. Schauen wir mal, mit etwas Glück, vielleicht erwischen wir dann doch tatsächlich noch einen Kafernbüffel hier heute. Oder eine Hyäne. Ey, die habe ich jetzt gar nicht gesehen von hinten hier, die Kudos. Entschuldigung, Jungs, ich komme später auf euch zurück. Sieht man noch nichts. Ich meinte, da wäre noch ein Flusslauf gewesen. Aber egal. Was haben wir da hinten? Spießbock? Okay, Spießböcke hatten wir heute schon mehr als genug. Wer knackt da? Der Spießbock. Also ich habe nichts gemacht. Wenn ihr auf mich zulauft, seid ihr selber schuld, Freunde. Ganz ehrlich.
hast du Tränke. Da gehen wir mal vorbei. Da oben sehe ich einen Stand. Da hinten haben wir eine Tüpfelhyäne. Wo ist sie? Sieht das da hinten? Ja. Unsere erste Tüpfelhyäne. Ist aber über 300 Meter weit weg. Die ist mir jetzt auch ein bisschen zu klein, muss ich ehrlich sagen, um sie auf diese Entfernung anzuvisieren. Ich denke mal, die Kollegen werden wir früher oder später, ob wir wollen oder nicht, zu Gesicht bekommen. Habe ich... Warte mal. Nee, habe ich noch nicht entdeckt, den Anstand da drüben. Nee. Wir können ja mal versuchen, in die Richtung zu gehen, um den Anstand auch aufzudecken. Und vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir dann ein Hyänengebiet hier entdecken. Und vielleicht den ein oder anderen Kollegen auch zu erlegen. So, jetzt gucken wir uns erstmal an. Aha, Kafernbüffel. Noch mehr Kafernbüffel. Noch mehr Kafernbüffel. Okay, reicht. Guti, dann wollen wir uns mal mit aller gebotenen Vorsicht hier hochbewegen. Kafernbüffel sind schon gar nicht so weit weg. Ja. Der Anstand auch nicht. Ich glaube, vielleicht haben wir Glück. Und vielleicht können wir gleich eine schöne Ansitzjagd machen. Das heißt, wenn wir hier heil und unbeschadet hochkommen. Ich bin schon mal am Abchecken hier, ob irgendwo eine Hyäne rumeiert. Offensichtlich ist das hier ihr Revier. Ja, und da haben wir schon eine. Ich sehe sie nicht. Aber sie sind erschrocken. Sie sind also in der Nähe. Ich behalte es mal hier so ein bisschen im Auge. 140, 150 Meter entfernt. Okay. Jetzt hören wir mal zu, dass wir da auch hochkommen. Auf den Hügel und den Anstand. Also definitiv hat man da oben eine gute Sicht und ein schönes Schussfeld. Bitte? Sie wünschen? Kafernbüffel. Ja, natürlich. Ich leg mal einen kleinen Sprint hin, besser ist das. Alter, mach keinen Scheiß hier mit mir. Junge. Nicht so aggro. Bin schon weg. Nein. Nein. Im Ernst? Jo. Die rennen auf einen zu, ne? Es ist... unfucking-fassbar. Home sweet home. Da sind wir wieder. Wahrscheinlich mit dem Kopf verbannt, keine Ahnung. So, also das hier ist der Anstand, den wir gefunden haben. Und wir haben sehr eindeutig, ja, den Bereich der Kafernbüffel entdeckt, beziehungsweise die haben uns entdeckt. Ja. So ist es nun mal. Es gibt Tage, da gewinnt man. Es gibt Tage, da verliert man. Ne? Also, aktueller Stand. Peru 6, Tiere 2. Ich bin immer noch in Führung.
So, dann lass uns mal gucken. Ich würde jetzt gerne mal abchecken, ob wir hier einkaufen können. Ich finde, das wäre ein schöner Abschluss für die heutige Jagdsession. Lass uns mal kurz gucken. Ey, guck mal, wie teuer die ist. 6.760, ne? Kannst du nicht ausdenken. So, die Remington 1903 hatte ich noch im Blick. Lass uns die mal angucken. Da. Die 30-06 Kaliber. Jagdstufe 5. Ist im Vergleich dazu relativ günstig sogar. Ja, lass die mal kurz ausrüsten hier. Beziehungsweise wir werden natürlich auch gleich mal gucken, ob wir hier noch eventuell was anderes nachrüsten, entsprechende Caller und so. Jetzt will ich aber erstmal meine Ausrüstung hier checken. So. Da haben wir die Remington 700er, die bleibt auch dabei. Die kleine Stinger brauche ich jetzt gerade in diesem Augenblick jedenfalls nicht. Moment mal, wieso kann ich die jetzt nicht tauschen? Hallo. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, warte mal. Hä? Wieso kann ich die jetzt gerade nicht wechseln? Geht es im Haus nicht, oder? Was ist denn jetzt los? Achso, ich muss tatsächlich im Lager sein, vom Haus oder vom Auto. Na gut. Na gut, wenn es Not tut. So, also. Die Stinger ersetzen wir dann durch die 1903. Sie kriegt aber natürlich auch wieder hier das 3HD. Genau. Und hier nicht zumachen. Dann gucken wir mal weiter im Shop, was wir eventuell hier noch brauchen können. An Ausrüstung, Anbauten, etc. Lass mal gucken. Also das Maximum Fernglas hier wäre das Leupold 6HD. Wo ist es? Na, wo ist es denn? 3HD? Ach da, genau. 4.420. Das ist auch, ja, machbar. Ne? Gut, aber ich wollte jetzt was anderes gucken. So generell, also ich habe ja jetzt erstmal zwei gute Waffen dabei, das wollen wir auch erstmal so belassen. Ich will nur mal gucken, ob wir hier den einen oder anderen Caller eventuell hier jetzt noch brauchen können. Gänselocker, ja, so ein Raubtierlocker. Okay, hier kann man schon einiges mit anlocken. Was haben wir noch? Klappersack, den haben wir. Kihi, Raubtierrufer. Für Löwen. Grauwolf, Rotfärbungstüpfelhyäne. Was macht der denn für Geräusche? Hasen quieken, zieht Raubtiere mit schlechter Fitness an. Stufe 2, Hunde fiepen, zieht Raubtiere mit guter Fitness an. Okay. Kostet auch 600, das gute Stück, ne? Was haben wir noch? Man muss hier natürlich sich immer gut überlegen, was man mitnimmt, weil die Slots eben halt begrenzt sind, was natürlich auch Sinn macht. Ja, was haben wir hier? Maultierhirsch, Weißtierhirsch. Weißwildhirsch. Was lese ich da eigentlich heute? Ich habe Brille auf und lese und Scheiß. So, großer Kudu. Maultierhirsch, Weißwildhirsch, Spießbock. Also der hier wird sich schon lohnen, weil mindestens drei Tiere hier in der Savanne tatsächlich auf den reagieren. Den Hirschlocker, den nehmen wir mal mit.
Und den Raubtierrufer, den nehmen wir mal todesmutig auch noch mit ins Programm hier. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Das hier ist der Klappersack. Der ist fürs Gnu, das ist in Ordnung. Und das Streifengnu, Springbock, wunderbar alles. Den brauchen wir jetzt eigentlich jetzt nicht wirklich. Also ich würde stattdessen hier tatsächlich dann den Hirschlacker nochmal einpacken, weil der mehrere Arten abdeckt. Und den Raubtierrufer natürlich auf einem anderen Slot hier. So. Und ich glaube, man gönnt sich ja sonst nicht. Man muss sich ja für eine erfolgreiche Jagd auch mal belohnen. Wir nehmen jetzt hier nochmal das Luxusfernglas mit der besseren Reichweite, Brennweite. Das sollte man sich schon gönnen, finde ich. Ne? Das tauschen wir mal kurz aus hier gegen das. Beziehungsweise, wir nehmen beide mit, wer weiß, ne? Man kann ja nicht zoomen, ne? Das ist ja das Doofe. Warum, weiß ich nicht, aber ja, jetzt haben wir für Ausrüstung zwei Slots, drei Slots hier sogar. Dann nehmen wir das auch mit. Dann lassen wir das so. So, Freunde, ein ereignisreicher, aber auch erfolgreicher Jagdtag neigt sich dem Ende hier in Tuckamoon Plains. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, schaut einfach mal wieder rein, würde mich freuen. Lasst gerne ein Like oder Follow da, auch auf meinem YouTube-Kanal. Den Link dazu findet ihr auf meinem Twitch-Profil. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns heute noch. Ansonsten, falls wir uns nicht mehr sehen, dann bestimmt entweder morgen oder unter der Woche. Falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.